Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich Pulled Pork aus dem Backofen. Und wenn dich interessiert, wie ich das mache, dann bleib kurz dran. Pulled Pork heute mal aus dem Backofen und nicht aus dem Grill. Viele von euch mögen ja Pulled Pork oder möchten es gerne den Gästen servieren, haben aber nicht die Möglichkeit zu grillen. Daher wollen wir heute einfach mal gucken, wie man sowas im Backofen auch hinkriegt. Viel Spaß dabei! Für unser Pulled Pork aus dem Backofen habe ich hier schon mal vorbereitet mein 1,5 Kilo Nacken und eine Frischhaltefolie, auf die ich das gelegt habe, damit ich das jetzt hier gleich in Ruhe mit meinem selbstgemachten Rub einrubben kann. Einrubben müssen wir es natürlich genauso wie auf dem Grill. Ich habe hier mein selbstgemachtes Rub extra für dieses Pulled Pork mit relativ viel Rauchsalz angemacht. Im Backofen haben wir ja keinen Rauch, also müssen wir den Rauchgeschmack ein bisschen simulieren. Also ordentlich drüber und ordentlich einreiben und einmassieren. So, haben wir eigentlich jetzt überall irgendwas erwischt. Und jetzt wird es hier nur eingerollt. Schön eng. Und jetzt kommt die Geschichte noch bis morgen in den Kühlschrank. Unser Pulled Pork ist fertig, hat jetzt also 24 Stunden im Kühlschrank gelegen. Pack das jetzt hier mal aus. So, da ist noch ein bisschen von dem Rub drin. Kann hier ruhig reinfallen. Ja. Kann man vielleicht sehen, hier richtig schön ein bisschen matschig geworden an einigen Stellen. So, ach, jetzt habe ich es verkehrt rum. Etwas höher, weil drehe das hier einfach um. Hier unten kommt jetzt gleich noch Flüssigkeit rein. Wenn ihr so eine Form hier nicht habt, dann könnt ihr das Pulled Pork natürlich auch direkt auf das Ofengitter legen oder unter eine Auflaufform oder ein ähnliches Gefäß, dass die Flüssigkeit letztendlich auch auffängt. Ich habe jetzt so eine Form hier, habe eben dort selber noch mal drin einen Rost und dann habe ich hier im Moment erstmal 1 Liter Apfelsaft. Und einen halben Liter Brühe. Gemüsebrühe in dem Fall. So, und dann schauen wir mal, ob das ungefähr reicht, ob das dann reichen wird oder so. Nicht, dass uns die Flüssigkeit verdampft, glaube ich zwar nicht, aber so, unverzichtbares Zubehör ist in jedem Fall ein Bratenthermometer. Da gibt es ja in verschiedenen Ausführungen solche Varianten, diese billigen. Ich benutze heute erstmalig so eins, das wurde mit meinem neuen Ofen mitgeliefert und ja, das will ich bei der Gelegenheit gleich mal ausprobieren. Den Ofen stelle ich ein auf 120 Grad Ober-Unterhitze und die anvisierte Kerntemperatur von dem Pulled Pork ist ungefähr 92 Grad, also etwas über 90 Grad, so 92, 93 Grad. So, und dann geht das jetzt los. Ich vermute mal, dass wir wenigstens 6 Stunden brauchen. Na, mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Das Pulled Pork ist eben bekanntlich fertig, wenn es fertig ist. Nämlich dann, wenn die 92 Grad erreicht sind oder 93. Okay, dann jetzt rein in den Ofen und dann sehen wir uns nachher wieder. So, nach guten 6 Stunden ist die Kerntemperatur jetzt erreicht. Mal kurz zeigen. So sieht der Vogel jetzt aus. Die Flüssigkeit hier unten ist ziemlich verkocht. Ist nicht mehr viel da. Okay, jetzt kommt er erstmal noch
zum Ruhen in die Form, in der ich später pullen werde. Mal so eine Alufolie oben drauf. Wird auch nicht kalt innen. Man muss sich ja vorstellen, jetzt ist innen fast, hat das jetzt fast gekocht, wenn man so will. Bei 91 Grad. Also insofern ist es erstmal heiß genug, da kann das ruhig eine Stunde mal einfach beiseite gestellt werden. So, dann schauen wir mal, was dann noch so an Flüssigkeit übergeblieben ist. So richtig viel ist es ja nicht, wie ich schon gesehen habe. Aber ein bisschen was ist da ja noch. Das benutzen wir auch, ohne, wollen das ja nicht wegschütten. Es ist so ein bisschen sirupartig schon. Es ist auch sehr süßlich wahrscheinlich wegen dem Apfelsaft. Da ist ja jede Menge Apfelsaft drin gewesen. Und jetzt schauen wir mal, was dabei so rausgekommen ist. Ja, die ist hier wirklich sehr doll eingekocht. Jetzt mache ich hier etwas bisschen Brühe rein. Die ist auch sehr süß geworden durch den Apfelsaft. Deswegen kann die hier auch jede Menge Salz und Pfeffer vertragen. Und ein bisschen Barbecue-Soße tue ich auch noch rein. Und dann alles nochmal kurz aufkochen lassen. Ja, jetzt ist er gekommen, der große Moment, wenn man so will. Jetzt wird das Pork gepult. Und ich benutze dafür jetzt in dem Fall hier einfach zwei Gabeln und reiße das dann ordentlich auseinander. Und wenn das Fleisch dann in der gewünschten Größe auseinandergezogen ist, dann noch einmal mit der Soße beträufeln und dann ordentlich mal durchmischen. Und dann ist es im Grunde auch schon servierfertig und kann probiert werden. Wie ihr das dann serviert, ist dann noch ein anderes Thema. Das kann man in Burgern machen oder einfach so als Hauptgericht mit irgendeiner Beilage dazu. Aber das ist hier heute nicht das Thema. So, und dann durchmischen, wie gesagt, jetzt hier und dann wird auch schon probiert. Mmh. Lecker. Im Grunde schmeckt es fast genauso wie vom Grill. Bisschen die Raucharomen fehlen, ansonsten ist das also eine sehr gute Alternative, wenn du keinen Grill zu Hause hast. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann abonniere doch einfach kostenlos meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis die Tage, euer Freddy.